Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Tennis. Ja, ich bin gespannt, das Game ist von Ubisoft, ich habe selbst noch nicht gespielt. Jimmy Connors Tennis am NES, mal schauen. Und das auch noch live um diese Uhrzeit, Leute. Naja, ich bin gespannt, ob sich das jemand reinziehen wird. Ah, ich denke, ich habe sogar schon Zuschauer. Na, das ging ja schnell, das freut mich. Ja, Tennis am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Also hüpfen wir da einfach mal rein und schauen, was passiert. Ah, naja, Music on, ja, das gefällt mir. Ein Spieler, natürlich ein Spieler. Mal Spiel. Ein Set reicht mir. Anfänger, natürlich Anfänger. Und ein Playername, das ist der gute alte Rob. Leider gibt es keine Zahlen. Naja, kann nichts machen. Kein Rob 64, heute nur Rob. So, dann muss man die Koffer ein bisschen leiser drehen. Aha, Australien. Okay, das schaut ja ganz nett aus in der Grafik, ja. Okay, ich kann links und rechts gehen. Ich nehme mal an, A ist Aufschlag. Pause. Select gibt es nicht. Gut. Machen wir einen Aufschlag. Möglichst weit oben den Ball treffen. Mal schauen, ob das hier auch so ist. Ich bin gespannt. Und... Ah, das war nichts. Das war leider nichts. Nochmal. Es ist ordentlich schnell. B, was macht B? B. Wie kann ich den austricksen? Okay. Aber langer Ballwechsel, immerhin. Yeah, das ist ein Punkt für mich gewesen. Ja, warum ist da kein Applaus? Was soll das? Ich krieg kein positives Feedback. Was haben sich denn das Spieldesigner einfallen lassen? Ich will positives Feedback hier haben. Geht so nicht. Wenn ich einen Punkt mache, möchte ich Applaus haben. Übertriebenen Applaus natürlich. Ah, yeah. Ja, aber Hauptsache kompletten, wenn ich verliere, wird applaudiert. Ah, ja. Out. Mistkick. Komm schon. Nix. Ist ja unmöglich, den aufzunehmen hier. Wie soll denn das gehen? Und ich spiele auf leicht. Sehr befremdlich. Okay. Wie kann der so schnell aufschlagen? Verstehe ich nicht. Kann ich die auch aufschlagen? Okay, zu weit ins Netz nach vorgehen. Bringt's auch nicht so recht. Ja, der war schön. Kann ich den Trick nochmal machen? Ah na, der war jetzt schlauer als ich, okay. Nein, der baniert mich. Das ist nichts. So geht's nicht. Ach, jetzt schlägt er wieder auf. Mit einem richtig retournieren. Ah, nix. Das ist ja unmöglich. Geh, komm an, ey. Jawohl. Ich muss schauen, immer wo er steht. Er trippelt ein bisschen so hin und her. Und wenn er nach links, wenn er links steht, haue ich ihm nach rechts. Aufpassen. Jetzt haue ich ihm nach links. Jawohl. Okay, warten mal, bis er wieder auch nach auf die Seite trippelt. Komm, geh auf die Seite. Jawohl.
Ah, ich war's langsam. Ah, und ich habe versagt. Come on. Jawohl. Ein Punkt noch, ein Punkt noch. Ein Punkt noch. Geh auf die Seite, geh auf die Seite. Ah. Endstand. So. Ah, da geht immer so weit links. Computer ist echt gut. Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Ja, ja, ja. Einstand immer noch. Ich kann es noch schaffen. Ich kann es noch schaffen. Ah, so nicht. So nicht. Der war out. Ah, zu langsam. Ah, Computer. Vorteil. Vorteil Computer. Okay. Nix. Muss mehr mit B arbeiten vielleicht. Ich werde jetzt mal versuchen, mit mehr mit B zu arbeiten. Hau doch den Ball, du Blödi. Nix. Nix. Matchpoint. Come on. Wäre ich ab? Wäre ich nicht ab. Verloren. Ei. Ich kann es euch sagen, Leute. So viel Sport schon in der Früh. Hasser. Was soll eigentlich Hasser heißen? Keine Ahnung. Okay. Österreich! Jawohl! Vienna! Meine Heimat, jetzt spiele ich ein Heimspiel, das ist Musik gewinnen. So, da. Auf geht's. Jawohl. Da sieht er keinen Meter. So, da. Nix. Das war leider nix. Jawohl. Da hat er sich verhaspelt, der Computer. Na sowas. Ei. Weg damit. Weg damit. Jawohl. Ein Punkt. Oh, komm bitte. Ich möchte ein Game machen. Okay, ich konzentriere mich. Ich konzentriere mich. Na, schon wieder blöder Einstand. Den Einstand verliere ich natürlich wieder, eh klar. Na, warum geht denn's aus? So war das nicht geplant. Vorteil Computer, super. Come on. Und hau rein. Nix. Vorteil Computer. Nix. Das war eigentlich Satzcomputer. Ah, ich war's langsam. Was habe ich jetzt gemacht? Boah, der war stark. Überhaupt keine Chance gegen so einen Aufschlag. Wie machen die diese Aufschläge? Na, also ich bin jetzt von Mario Tennis ein bisschen gewohnt, da, also auf der Switch bei Mario Tennis ist das ein bisschen einfacher, den Ball zu treffen. Ich glaube, da macht der Computer auch viel selber. Das ist hier nicht der Fall. Gut, ein letzter Versuch noch, 10 Minuten sind um. Ein letzter Versuch noch. Ich mache einen kurzen auf der rechten Seite hier. Und
Halben gleich. Ah! Und Leute, das ist auf leicht, kann ich nur sagen. Das ist auf leicht. Das ist auf leicht gestellt. Furchtbar. Nein, so wird das nichts. Gut, 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 gut. Das war Tennis am NES. Jimmy Connors Tennis am NES. Ja, und mein Endscreen funktioniert wieder mal nicht. Anhieb. Ja, hoffentlich wird das mal in der Software gefixt hier. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Freut mich, dass ein paar live mit dabei waren. Ansonsten bitte immer Kommentare, wenn ihr das Spiel früher gespielt habt und mir ein bisschen was dazu sagen wollt, erzählen wollt, dann immer gerne. Finde ich immer ganz interessant, wie das Spiel so früher wahrgenommen wurde. Und dann natürlich einen Daumen hoch, wer jeden Tag ein neues NES-Video in seinem Abo-Fach haben möchte, da unten kannst du das ganze Zeug, was ich hier produziere, abonnieren. Und da drüben kannst du gleich weiterschauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, dass du mit dabei warst. Ciao, ciao.